Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Ich denke, ich stelle mich erstmal vor. Mein Name ist Martin Ebel und ich bin schon seit 1970 Spielesammler, seit 1982 auch Autor von Spielen und ich schreibe über Spiele und es ist mir einfach ein Anliegen, Spiel als Kulturgut rüberzubringen. Und ich bin gerne hier in den Räumen von Kassel Spielt. Kassel Spielt ist ein Verein, der gemeinnützig auch sich um die Förderung des Kulturgutes Spiels kümmert, der hier Räume zur Verfügung stellt, in denen, wie man sieht, viele Spiele lagern und wo alle eingeladen sind, herzukommen und auszuprobieren Spiele. Ein gutes Spiel verträgt ganz viele Wiederholungen. Es kann also nicht schaden, erstmal ein Spiel auszuprobieren, ehe man es vielleicht später kauft. Und der Verein Kassel Spielt führt auch größere Veranstaltungen durch. Ganz bekannt sind ja unsere großen Familienspieletage, die einmal im Jahr zusammen mit der Stadtbücherei der Stadt Kassel im Bürgersaal des Rathauses da stattfindet und die auch zunehmend Interesse in der Bevölkerung finden. So etwa einmal im Monat habe ich es mir auf die Fahne geschrieben, einen ganz speziellen Aspekt von Spielen vorzustellen und auch jüngeren Spielern mal deutlich zu machen, dass Spielen nicht erst in den letzten 3-4 Jahren es gibt, sondern dass Spiele eine alte Kultur hat. Und dieses Mal sind es die 3M-Spiele, die ich aus meiner Sammlung geholt habe. Und da würde ich gerne als erstes mal fragen, wer von euch besitzt denn ein 3M-Spiel? Keiner. Und wer hat denn schon, bevor dieses Thema überhaupt dran stand, denn schon von 3M-Spielen gehört? Ah, meine Frau, ja. dann fange ich einfach von ganz vorne an. 3M steht für Minnesota Mining and Manufacture Company. Das heißt, es ist ein riesiger Mischkonzern, der früher mit Bergbau und Erzprodukten und so angefangen hat und dann immer weiter zugekauft hat und inzwischen im Bereich Chemie, Kunststoffe und so ganz große Sachen machen. Das Scotch-Klebeband, das jeder mal so aus dem Haushalt kennt, ist von denen und die DVD-Kassetten und all solche Sachen. Auch im medizinischen Bereich ist diese Firma beheimatet. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kam diese Riesenfirma auf die Idee, eine Eigenabteilung einzurichten, die Spiele hergestellt hat. Ich habe sowohl im Internet wie bei Sammlern, die in der Europäischen Sammlergilde organisiert sind und wo ich auch Mitglied bin, umgefragt, aber das konnte mir keiner beantworten, wo dieser Anstoß kam von dieser Firma. Kann sein, dass sie irgendwo einen Winkel hatten, wo sie sahen, da ist noch Kapazitäten frei. Ich selbst vermute eher, dass es im Management Menschen gab, die auch tatsächlich in ihrer Freizeit gerne ein gutes Spiel in die Hand genommen haben und möglicherweise auch Kontakt hatten zu damals sehr berühmten Spieleentwicklern, nämlich zu Sid Sexton und Alex Randolph. Und von Sid Sexton und von Alex Randolph sind auch 4 Spiele jeweils in diesen Reihen in 3M erschienen. Es muss irgendwo da jemanden gegeben haben, der am Kulturgutspiel Interesse hatte, der schöne, seriöse Spiele herausbringen konnte, wollte mit einem gewissen Anspruch. Und dieser Anspruch zielte eindeutig auf Seriosität des Erwachsenenspiels. Von den ganzen Spielen, die hier liegen, die ich aus meiner Sammlung jetzt hierher gebracht habe,
ist eigentlich nur eins, was wirklich dem Original entspricht, aus der ersten, aus dem ersten Auflage des 3M-Spiels. Und zwar, das ist dieses, was ich hier in der Hand halte. Es hat eine Verkleidung, die an einen Lederrücken erinnert, so richtig genarbt. Und was besonders auffällt, mit Golddruck, hier Symbole hinten drauf, plus die Beschreibung des Spiels, hier ein klassisches Backgammon-Spiel, also auch Klassiker wie Schach und Backgammon und einige andere haben sie auch in diese Reihe gestellt, aber daneben auch völlige Neuerscheinungen. Und diese Symbole hier drauf sind abgeguckt von den gebundenen Gesetzestexten, die im Parlament in Washington so in den Buchschränken stehen. Und so kann man sich vorstellen, in einem seriösen Haushalt der Oberschicht in den USA, da passte genau in der Größe und im Aussehen diese Spiele dann auch in den Schrank so hinein. Und das gab einfach da schon ein Gefühl der Gediegenheit. Und wenn man dann auf die Rückseite schaut, es ist immer wieder recht großzügig dargestellt, Situationen, die zeigen, in einem gepflegten Heim wird auch mal gespielt. Das ist einfach sehr deutlich hierbei dargestellt. Die Spiele, die ich hier gerade in der Hand habe, sind die sogenannten Buchschuber-Spiele. Das heißt, dass innerhalb dieses fürs Stehen im Regal geeigneten Behältnis nochmal extra eine Spieleschachtel drin ist, die durch diese Verpackung nicht auseinanderfallen kann, auch wenn ich die senkrecht hinstelle. Und erst darin kann ich dann halt das Spiel selbst entdecken und es ist immer so dargestellt, dass man ein gutes Gefühl hat, wenn man es anfasst und spielen kann. Besonders bei dem Feudal, ein kriegerisches Spiel, was gewisse Ähnlichkeiten vielleicht mit Schach hat, weil die Figuren da drauf unterschiedliche Zugmöglichkeiten haben, hat man wirklich darauf Wert gelegt, modellierte Figuren da drin zu verwenden, was damals 1964 so noch nicht eigentlich üblich war in der Spieleszene. Und die sich sehr angenehm von dem unterscheidet, was man sonst scherzhaft American Trash nennt. In den USA sind sehr viele Spiele entstanden oder überhaupt im englischsprachigen Raum, aber so gut die Ideen waren, gearbeitet hat man eigentlich immer mit flachen Pappplättchen, dass die ausgestanzt waren. Teilweise sogar musste man sie selbst ausschneiden und die mit wenig Material eigentlich wegen der Spielidee recht teuer verkauft wurden. Sehr viel Kriegsspiel dabei und heute nennt man das American Trash, weil aus Deutschland und dann aus Europa ein völlig neuer Stil Ende der 90er Jahre entstand, wo liebevoll modellierte Spielfiguren, meistens aus Holz, gediegenem Material, sehr prunkvollen Spielplänen und ein sehr schönen Cover einen gewissen Stil wieder hervorgerufen haben. Umso besonderer ist eben, dass in der 3M-Reihe diese Vorstellung, dass ein Spiel auch haptisch und optisch was darstellen soll, man also ein hervorragendes Beispiel gefunden hat. Ich bedauere es eben sehr, dass ich von diesen Buchschuber-Spielen gerade in der originalen amerikanischen Ausgabe nicht so, nur wenig Exemplare habe. Schon in der zweiten Ausgabe
ist es nicht mehr so konsequent umgesetzt worden. Zwar hat man da auch noch die Symbolik der Gesetzestexte hinten drauf, aber es ist schon ein ganz normales Schachtelspiel geworden und nicht mehr ein Buchschülerspiel. Wurde die ganze Sparte weggegeben an Avalon Hill. Avalon Hill ist auch ein Spieleverlag, der ganz berühmte Spiele herausgebracht hat und der einige von denen fortgeführt hat, beziehungsweise sie dann auch nach Europa verkauft haben. Und da sind einige Spiele, das Original, wie gesagt, aus der USA besitze ich nicht, hier bei Schmidt Spiele rausgekommen. Ploy, ein sehr interessantes Zwei- oder Vier-Personen-Taktikspiel, das jeden Schachspieler verrückt macht, weil auch hier sind die Figuren unterschiedlich, in unterschiedlichen Zügen zu bewegen, aber das Drehen der Figur, um in eine andere Richtung zu gehen, verlangt noch einen eigenen Zug. Und wer also, wie man beim Schach gewöhnt ist, stolz nach vorne prescht, auf einmal steht an einer Stelle, wo er erstmal mühsam drehen muss, um wieder in die richtige Richtung zu kommen. Und schon stimmt die ganze Strategie nicht mehr. Eine sehr faszinierende Idee. Wie gesagt, bei 3M rausgekommen, ich besitze es leider nicht. So habe ich mich geholfen jetzt mit der Ausgabe von 3M. Und auch das Spiel, was man später als Hotelkönigin kannte, ist als Acquire früher bei 3M rausgekommen und nochmal unter demselben Namen bei Schmidt rausgekommen, ehe es dann später als Hotelspiel nochmal rausgekommen ist. Ja, eine andere Reihe innerhalb der 3M-Spiele sind die Sportspiele. Von denen sind nur sieben verschiedene Spiele, soweit mir bekannt ist, rausgekommen und ich bin stolz darauf, diese sieben euch auch hier heute präsentieren zu können. Bei diesen Sportspielen, die auch materialmäßig interessant gestaltet sind, da sieht man, dass hier 3M auch seine Kenntnis in Plastikverarbeitung verwertet hat, ist der Spielplan in der Hülle drinnen und da drin dann die Schachtel mit den ganzen Spielfiguren. Dieses hier also ein Golfspiel, man sieht die verschiedenen Strecken, wie man das spielen kann und es ist ein sehr fein ausgewogener Mechanismus, bei dem man auswählen muss, welchen Schläger man virtuell nimmt, um dann nochmal leichte Windverschiebungen mit dem Würfel auszuwürfeln. Und so kann es dann passieren, dass man nicht immer im schönen Grün bleibt, sondern auch mal ins Raue, ins Rough hineinschlägt, wo man dann natürlich wieder einen anderen Schläger braucht und bedeutend kürzere Schläge machen, um endlich ins Loch zu kommen. Ich selbst habe nochmal diesen Spiel etwas ergänzt, indem ich aus einem anderen Spiel noch einen Golfer mit Schläger herausgenommen habe, der das letzte Einputten mechanisch, das heißt mit der Hand, nochmal durchgeführt werden muss. Das ist schöner als bei diesem Spiel, wo man am Ende dann nochmal auswürfelt, ob man das Loch getroffen hat oder nicht.